Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Meine Stimme kommt langsam wieder zurück. Dank 1000 Tonnen Antibiotika. Genau, schwerstes Zeug, muss ich noch ein paar Wochen nehmen. Okay, na jedenfalls geht es wieder einigermaßen. Der Grund für das Video. Ich habe mein Handy mal ein bisschen geroutet und habe mal ein paar Sachen neu installiert, ein paar neue Apps und so weiter. Und habe jetzt unter anderem auch die Facebook-App drauf und hatte ich vorher auch schon, aber halt jetzt neu. Und die Google Plus-App und noch ein paar andere soziale Netzwerke. Und das Handy hat mich dann auch wieder mal gefragt, sollen die sozialen Netzwerke verknüpft werden, blablabla, gut verknüpfen, angeklickt. Und siehe da, was ist dann passiert? Das ist vor dem Root eigentlich nicht gewesen. Vielleicht geht das nicht bei allen Handys, sondern nicht bei allen Softwareversionen der Geräte. Aber was hier passiert ist, hat mich doch ziemlich schockiert. Ich habe auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Facebook-Fan-Seite, mehr auf meiner normalen Facebook-Seite, auf Google, ein paar Leute angefreundet. Oder mich freunden auch immer zu Leute an. Ich habe ja meine Facebook-Seite unten angegeben. Und manche Leute scheinen mit ihren Daten ein bisschen sehr arglos umzugehen. Was heißt arglos? Gut, man trägt seine Daten in das Facebook-Profil oder Google-Plus-Profil ein. Aber wahrscheinlich, wenn man da die Sicherheitseinstellungen nicht ordnungsgemäß gesetzt hat, passiert dann nämlich Folgendes. Ich habe einfach nur die Apps durch diesen Haken verknüpft und wollte das eigentlich gar nicht. Und mit einem Schlag hatte ich Folgendes auf meinem Handy drauf. Sämtliche Kontakte aus Facebook, was ja an sich nicht schlimm ist, wenn da nur die Namen stehen würden. Das Blöde bei der Geschichte ist, ich habe jetzt von sämtlichen Leuten die Telefonnummer, teilweise sogar die Privatadressen und viele andere intime Daten. Das finde ich mal gar nicht mehr so witzig. Deswegen, ich habe meinen Facebook-Account zum Beispiel solche Daten gar nicht mehr eingetragen. Diese Funktion finde ich eigentlich unter aller Sau, weil wahrscheinlich keiner von denen weiß, dass das überhaupt geht. Also ich bin mir nicht sicher, dass das jeder so prickelnd findet, wenn er plötzlich seine persönlichen Daten bei jeder Person im Handy dann drin hat. Und das Allerschärfste ist sowieso, Leute, ich habe jetzt mal versucht, gut, was will ich mit den ganzen Daten? Die braucht kein Mensch. Also habe ich Folgendes versucht. Ich habe mir mal einfach so eine Registerkarte ausgewählt. Nehmen wir einfach mal den hier. Ich kenne hier keinen einzigen. Und habe jetzt versucht, diesen Kontakt aus meinem Handy zu löschen. Und dann kommt folgende Meldung. Ich probiere mal, ob ich es nochmal hinkriege. Zack. Jetzt gehen wir erstmal hier unten auf das Menü an sich. Und wir sehen hier unten, ich halte es mal ins Ding. Löschen geht gar nicht. Ich kann diese Kontakte gar nicht löschen aus meinem Handy. Das heißt, ob ich die nun haben will oder nicht, ich werde die jetzt für alle Ewigkeit in meinem Handy mit mir rumschleppen. Ich kann sie zwar in eine andere Rubrik reinschieben, habe ich jetzt einfach eine Rubrik Facebook gemacht, habe ich das Nein geschoben, aber ich kriege sie nicht mehr aus meiner Kontaktliste raus. Das finde ich total scheiße. Naja, könnt mir ja mal eure Meinung dazu mitteilen oder ob ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht habt. Auf jeden Fall kann ich nur jedem empfehlen, nehmt eure Telefonnummer aus Facebook raus und eure Privatadressen. Tja, wenigstens die Einstellungen so einstellen, dass die nicht jeder dann im Handy hat, der mit euch befreundet ist. Das ist, ich bin mit weit über 300 Leuten auf Facebook befreundet und knapp 200, ich glaube 225 Kontakte habe ich jetzt in meinem Handy. Also haben bei 225 Leuten die Sicherheitseinstellungen versagt oder sind nicht richtig. Nur mal so als kleine Info von mir zu dem ganzen Thema. Also, tja, zieht eure Schlüsse daraus, teilt mir mit, wie ihr damit umgeht. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.